Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei P&J Veranstaltungstechnik. Wie ihr seht, haben wir hier eine neue Kamera auf unserem Tisch. Ich hole euch mal die Verpackung von der alten. Also hier ist die Verpackung von unserer alten Kamera, der EOS 1200D. Und jetzt haben wir eben eine neue Hauptkamera geholt. Und zwar die Canon 250D. Das ist auch eine Spiegelreflexkamera, wie man hier vielleicht sieht, auch von Canon. Und ja, ich würde sagen, ich stelle euch mal um und dann packen wir die aus. So, also wahrscheinlich haben wir hier ja auch Anleitung, so wie bei den anderen auch, und Garantie, aber das brauchen wir nicht. Und dann haben wir hier die Kamera. Ein ausführliches Testvideo kommt hierzu auch noch. Dann haben wir hier den Akku. Das ist ein anderer Akku als der jetzt in unserer jetzigen ist. Da hole ich euch mal ein. So, das ist der Akku von unserer jetzigen Kamera. Das ist eben der von der neuen. Sehen auf den ersten Blick gleich aus, nur man sieht hier die silbernen Balken. Die goldenen Balken sind jeweils anders. Dann haben wir hier ein Stromkabel für Akkuladegerät und das Akkuladegerät. Den Kamerabuddy. Und wir haben die jetzt im Kit gekauft, weil da eben das Kit-Objektiv dabei ist, das auch im Autofokus aufnehmen kann. Deswegen haben wir das aufgenommen, mitbestellt, weil wir kein Objektiv haben, das währenddessen aufnehmen, fokussiert. Und genau. Dann ist hier auch noch das Bändel, aber das braucht man bei YouTube nicht. Und was wir als erstes machen, wir schauen mal ins Objektiv. Das ist ein 18-55, also 18 bis 55 mm Objektiv mit einer Blende, ja, mit einer Blende, schau ich mal in die Kamera, 3,5 bis 5,6 oder so. Und ja, hier ist das Objektiv. Also ist es auf jeden Fall kein besonders gutes Objektiv, hat aber eine Stabilisierung integriert und Autofokus, und hier ist eben der Fokusrad. Und da hört man einfach gar nichts. Und hier ist die Linse. Also ziemlich geil, das Objektiv. Geil. Und noch so sauber. Hey, ihr müsst wissen, unsere Objektive sind alle ziemlich dreckig. Zum Kamerabuddy kamen wir nachher. Auf jeden Fall kann ich euch ein paar Informationen sagen. Dieser Akku müsste, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ein LPE-17 Akku sein. Und in unserer Kamera, die wir jetzt haben, ist ein LPE-10 Akku. Das heißt, die sind leider nicht kompatibel. Da müssen wir uns dann noch extra Akkus kaufen. Aber das ist kein Problem, das kriegen wir schon hin.
Ja, ich denke mal, euch interessiert nicht wirklich das Ladegerät, aber so sieht das eben aus. Irgendwie ist die Belichtung heute nicht so gut. Ich stelle mal das Licht um. So, also hier ist das Ladegerät mit Stromanschluss und hier ist eben das Kabel, das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und dann, das war vom Stativ, dann kommen wir jetzt hier zum Kamerabutton. Das ist so cool. Also, schon ganz schön cool hier. Also, da kann euch ja mal sagen, weswegen ich die Kamera geholt habe. Erstens, weil wir hier diesen 3 Zoll klappbaren Touch-Display haben und der ist schon ganz schön cool. Dann haben wir hier auch ein Mikrofon. Hier ein Mikrofoneingang. Und das haben eben die Kameras, hat die Kamera jetzt nicht, die wir bis jetzt haben. Und deswegen haben wir uns die Kamera jetzt geholt. Und die andere behalten wir aber trotzdem. Und ich würde sagen, ich pack mal den Akku rein. Also bei meiner letzten Kamera war noch eine SD-Karte dabei, ist jetzt hier aber nicht der Fall, aber ich habe noch die SD-Karte von meiner letzten Kamera und die sollte erstmal ausreichen. Und hier ist auch noch so eine Kappe auf dem Akku, das heißt, wenn die Kappe hier hinten ist, heißt das irgendwie, dass der geladen werden muss, und wenn die hier vorne ist, heißt es, dass er voll ist. Aber das werden wir wahrscheinlich eh nicht benutzen. Und mal schauen, ob der Akku wirklich schon voll ist. Ah, nee. Wir müssen den Akku laden. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn der Akku geladen hat. So, ich habe den Akku jetzt ein bisschen laden lassen und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Einstellung. Heute ist der 17. Sechster 2020. Uhrzeit ist 17 Uhr 30. So, und dann gehe ich mal in den Videomodus. Autofokus. Ich würde sagen, ihr bekommt erstmal eine Montage von der neuen
Kamera. So, während der Akku jetzt lädt, würde ich mal sagen, können wir ja schon mal hier wenigstens das Objektiv und eine SD-Karte in die Kamera tun. Dann nehmen wir einfach die 16 GB Karte erstmal, aber ich werde dann, weil das unsere nächste Hauptkamera wird und die Kamera, die ihr hier seht, werdet ihr in den Produktaufnahmen sehen, also so als Detailcam. Und deswegen kriegt die dann die, oder ich kaufe einfach nochmal eine neue 64 GB Speicherkarte. Aber ja, also hier ist die Kappe. Nehmen wir erstmal ganz vorsichtig ab. Und ich schaue jetzt mal kurz auf meine Infos. Genau, wir haben hier ein 24 Megapixel APS-C Sensor in der Kamera verbaut. Und die Kamera kann eben in 4K aufnehmen. So. Und ja, 4K ist eben so was, was auf YouTube momentan, oder was auf YouTube sehr stark verbreitet ist. Boah, das ist schon ganz schön cool hier, die Kamera. Die Kamera kann mit WLAN und dem Handy verbunden werden, sodass man dann eine Live Sicht hat, aber eigentlich läuft man ja so mit der Kamera, wenn man vloggt, oder man sitzt so und hat dann auf dem Display die Aufnahmen, die man eben gerade braucht. Aber wenn die Kamera zum Beispiel ein bisschen weiter weg steht, hat man das eben auf dem Handy. Und ja. Ich bin ein bisschen geflasht von der Kamera. Aber ich kann euch ja noch ein paar Infos sagen, wenn ich noch welche habe. Nö, eigentlich habe ich jetzt hier keine. Wie gesagt, das Testvideo kommt zu der Kamera noch. Und dann gehen wir auch noch mal genauer auf das ein, was hier drin ist. Und ihr habt ja mitbekommen, dass hier ein Mikrofon an Schluss ist. Deswegen kann ich euch auch schon sagen, dass jetzt nächste Woche oder übernächste Woche, muss ich mal schauen, das Video online kommt von dem Mikrofon, was hier dann später drauf kommt. Viele von euch werden sich jetzt denken können, von welcher Marke das ist. Natürlich ist es ein Rode Mikrofon und es wird das Rode VideoMic Go. Das hat den Vorteil, dass man sich nicht kümmern muss, dass die Batterie vom Mikrofon immer aufgeladen ist, sondern das geht einfach hier in die Kamera rein. Und das mit dem Licht ist heute ein bisschen unpassend, hier rein, und kommt dann auf den Blitzschuh und zieht den Strom dann einfach da durch. Und dann hat man eben eine gute Kamera. Oder einen guten Sound in der Kamera, weil wenn ich mal leise bin, hört ihr wahrscheinlich, dass sich der Ton nicht so gut anhört. Also ihr habt jetzt wahrscheinlich ein Rauschen im Ton gehört und das wird das Richtmikrofon eben ändern. Aber beim richtigen Mikrofon sind wir noch nicht, und da erkläre ich euch dann noch die genauen Pläne vom, wie wir das dann mit dem Ton machen und so. Und dann zeige ich euch eben noch ein paar Aufnahmen mit dem Mikrofon und so, wie das Setup dann so aussieht. Also ich würde aber sagen, wir sehen uns dann, wenn der Akku aufgeladen ist, dann gibt's mal eine Inbetriebnahme von der Kamera, und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich. Bis dahin, ciao.
würde sagen, das war's mit dem Video. Das Testvideo kommt jetzt noch in den nächsten paar Wochen, Tagen online. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder in den Kommentaren schreiben. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Samstag bei einem neuen Video. Bis dahin, ciao.